So wirst du die eine für ihn. Dieses Video ist perfekt für dich, wenn du in einer beginnenden Beziehung bist oder das Gefühl hast, dass die Beziehung sich gerade nicht weiterentwickelt, dass es irgendwie stehen geblieben ist, oder auch, wenn du das Gefühl hast, dass sich die Beziehung eigentlich wieder zurückentwickelt. Vielleicht kennst du das. Wenn du Single bist und du bist auf der Suche nach Beziehung und du lernst Männer kennen, dann ist es irgendwie so, dass die Männer das fast riechen und dass es schwierig ist, eine Beziehung zu bekommen. Andererseits, wenn du in einer Beziehung bist und glücklich verliebt bist, will plötzlich jeder mit dir ausgehen und jeder dich kennenlernen. Kennst du das? Die meisten Frauen und auch Männer erleben genau das. Wenn wir etwas unbedingt wollen, wenn wir etwas suchen, dann scheint es so, als ob es schwieriger wäre, das zu erreichen. Der Grund ist, weil wir so sehr auf das fokussieren, was wir nicht wollen. Und wenn du jetzt gerade jemanden kennengelernt hast und du denkst, dass er der Richtige für dich ist, dass eigentlich alles gut passt und du möchtest, dass diese Beziehung sich weiterentwickelt, aber er plötzlich beginnt, sich zurückzuziehen oder du wirklich das Gefühl hast, es geht nichts weiter, dann kann das ganz schön stressig sein. Vielleicht hast du auch die Angst, dass sich jetzt schon wieder etwas wiederholt aus der Vergangenheit und dass er plötzlich wieder weg ist oder sich gegen die Beziehung mit dir entscheidet. Wenn wir solche Gedanken haben, kann das Stress und Panik bei uns auslösen. Und aus der Panik heraus machen wir die meisten Fehler. Damit du aber diese Situation umdrehst und du die eine für ihn wirst und er beginnt sich um dich zu bemühen, braucht es diese 5 Dinge. Erstens, stärke seine Männlichkeit. Männer müssen sich in der Gesellschaft sehr oft behaupten. Sie müssen um ihre Position kämpfen, haben mit viel Konkurrenz zu tun, beruflich und privat. Und für Männer ist es sehr wichtig, dass sie eine bestimmte Position in der Hierarchie erreichen. Aber in Wirklichkeit sind Männer genauso verletzlich wie wir Frauen oder genauso überfordert manchmal mit den vielen Aufgaben und Herausforderungen des Lebens. Besonders gut erkennen kann man das eigentlich bei den typischen Machos. Weißt du, diese Männer, die versuchen, sich extra selbstbewusst zu geben und ganz laut sind und viel Platz einnehmen. Gerade das sind Männer, die eigentlich durch ihr starkes Verhalten ihre Ängste versuchen zu überkompensieren. Männer sind auch nur Menschen. Du kannst seine Männlichkeit stärken, indem du hinter ihm stehst, indem du ihm das Gefühl gibst, dass du an ihn glaubst und dass er dein Held ist. Und das kann man ganz einfach tun. Männer hören es gerne, wenn du ihm sagst, ich glaube an dich, ich vertraue dir, ich bin mir sicher, dass du das schaffen wirst. Diese einfachen Sätze werden dazu führen, dass er sich in deiner Gegenwart stärker fühlt. Was du auf jeden Fall vermeiden solltest, ist, deinen Mann in Gesellschaft vor anderen Leuten zu kritisieren. Das schwächt die Männlichkeit sehr und führt dazu, dass er sich weiter von dir zurückzieht. Ganz im Gegenteil, sag ihm so Dinge wie, ich stimme dir zu und ich stehe hinter deiner Entscheidung. Und wenn es wirklich etwas gibt, was dich stört, dann besprich das immer unter 4 Augen und niemals vor anderen. Ein anderer wichtiger Punkt in dem Stärken der Männlichkeit ist es, ihm auch seine Freiheit zu geben und seinen Raum zu geben. Ein Beispiel von einer Klientin, sie leben in einer Fernbeziehung und sehen sich nur am Wochenende. Und der Mann ist eher motiviert, in seinem Job voranzukommen, seine Karriere aufzubauen, und das ist ihm wahnsinnig wichtig. Und hier kommt jetzt der Punkt. Wenn du als Frau dich ständig beschwerst, dass er zu wenig Zeit für dich hat, wenn du ständig kritisierst und forderst, dann wird er weniger Lust haben, sich mit dir zu treffen. Vor allem, wenn er unter der Woche sehr viel Stress hat. Und in diesem Fall mit der Fernbeziehung war es genauso. Sie haben sich ausgemacht, dass sie sich am Wochenende treffen. Er ruft an und sagt, ich komme zu dir am Wochenende. Ich fahre die ganze Strecke mit dem Auto zu dir und ich komme Samstagnachmittag und bleibe bis Sonntagabend. Wir können eine schöne Zeit verbringen. Und in seinem Weltbild war das alles gut, war alles perfekt und er bemüht sich um die Frau. Die Frau aber war enttäuscht. Sie hatte sich erwartet, dass er schon am Freitag kommt, denn sie hat schon ab Freitagnachmittag Zeit. Aus dieser Enttäuschung heraus hat sie ihn kritisiert und war beleidigt und sagt zu ihm, weißt du was, entweder kommst du Freitag oder du brauchst gar nicht mehr kommen. Was macht das jetzt mit seiner Männlichkeit? Was macht das mit seiner Motivation, diese Frau sehen zu wollen?
Er kann nichts richtig machen, er wird kritisiert und sie freut sich nicht mal darüber, dass er Samstag zu ihr kommt. Dieser Mann hat sich von der Frau entfernt. Also, wertschätze auch seine Bedürfnisse und gib ihm diesen Freiraum, den er braucht, um seine Ziele zu verfolgen. Und du wirst sehen, er wird sich umso lieber mit dir treffen, wenn du seine Zeit wertschätzt. Und das führt uns gleich zum zweiten Punkt, den es braucht, um wirklich die eine für ihn zu werden. Wertschätzung und Respekt. Respekt ist eine ganz wichtige Sache für eine langfristige Beziehung. Und Respekt muss von beiden Seiten her funktionieren. Respekt ist eine zweiseitige Sache und keine einseitige Sache. Das heißt, es ist wichtig, dass der Mann deine Bedürfnisse und Gefühle respektiert. Das sage ich immer wieder. Kommuniziere, was du brauchst und was du fühlst und sei nur mit jemandem zusammen, der das auch respektiert. Und hier kommt das Ding. Respektiere du auch seine Bedürfnisse. Und das wird in Bezug auf das Beispiel mit der Arbeit, in Bezug auf seine persönliche Zeit. Respektiere, dass dein Freund auch andere Bedürfnisse hat als du, dass es Dinge gibt, die ihm wirklich, wirklich wichtig sind und gib ihm den Raum, das auch wirklich zu verfolgen. Seine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie deine. Und Respekt kannst du ihm zeigen, indem du wirklich seine Bedürfnisse wertschätzt, seine Zeit respektierst. Und Respekt kannst du auch zeigen, indem du positives Feedback gibst. Du musst dir das so vorstellen, wenn er etwas für dich tut, zum Beispiel er kommt jetzt eben Samstag bis Sonntag zu dir, dann gib ihm positives Feedback dafür. Dadurch setzt du einen Anker. Das heißt, jedes Mal, wenn er zu dir kommt, bekommt er positives Feedback und gute Gefühle. Das heißt, er wird automatisch danach streben, noch mehr Zeit mit dir zu verbringen. Drittens ist Selbstvertrauen. Männer mögen Frauen, die Selbstvertrauen haben. Dein Selbstvertrauen kannst du stärken, indem du dein eigenes Leben behältst. Abstand stärkt die Leidenschaft. Achte darauf, dass du dich nicht vollkommen in der Beziehung aufgibst, sondern dass du dir immer wieder Zeit für dich selbst und deine eigenen Hobbys nimmst. Mach dich selbst glücklich. Das macht dich automatisch zu einer attraktiveren Frau. Manchmal haben wir Frauen auch Schuldgefühle, wenn wir nicht immer erreichbar sind für den Mann. Oder wir denken, wir müssen jedes Mal, wenn er Zeit hat, auch Zeit haben. Das ist nicht richtig. Nimm dir Zeit für dich selbst und trau dich ruhig mal, Nein zu sagen und ihm einfach zu sagen, dass du Zeit mit deinen Freunden verbringen möchtest oder dir ein schönes Wochenende allein gönnst. Das wird dich automatisch attraktiver und interessanter machen als eine Frau, die rund um die Uhr verfügbar ist. Viertens, Dankbarkeit. Dankbarkeit und Wertschätzung. Man hat übrigens schon in unterschiedlichen psychologischen Studien festgestellt, dass Menschen, die regelmäßig Dankbarkeit empfinden für die Dinge, die in ihrem Leben gut laufen, glücklicher sind. Wenn du glücklicher sein möchtest, dann fokussiere auf all die Dinge, die gut laufen und für die du dankbar bist. Und das ist auch in deiner Beziehung ein ganz, ganz wichtiges Element. Sehr häufig fokussieren wir auf die Dinge, die noch nicht so passen. Oh, er wohnt noch nicht mit mir zusammen oder er kommt immer erst samstags und nicht schon freitags. Und wenn wir auf das fokussieren, was uns fehlt, sind wir automatisch unglücklicher. Und automatisch machen wir mehr Stress oder bringen wir mehr Druck in unsere Beziehung hinein. Dreh das Ganze um. Fokussiere mal auf all die Dinge, die in deiner Beziehung gut sind und in deiner Beziehung passen und für die du dankbar bist. Und dann kommuniziere die. Du wirst sehen, wenn du mehr Dankbarkeit in deine Beziehung reinbringst, wird die Stimmung zwischen euch automatisch besser werden. Und der fünfte Punkt, und das ist wirklich wichtig, um die eine für ihn zu werden, motiviere ihn. Motiviere ihn, seine Ziele und Träume zu erreichen. Sehr oft im Coaching höre ich genau das Gegenteil. Der Mann sagt zu seiner Freundin, hey, ich möchte gerne ein Restaurant eröffnen. Und er hat eigentlich noch gar keine Ahnung, wie das geht. Er war noch nie Unternehmer. Er kommt aus einer ganz anderen Branche. Und die Frau sagt, nein, mach das nicht. Das, oh mein Gott, Stress und schwierig und Sicherheit und bleib doch in deinem Job. Was macht das mit dem Mann? Es macht ihn traurig. Er hat das Gefühl, er ist nicht gut genug oder er ist nicht stark genug und er hat das Gefühl, sie glaubt nicht an ihn. Sei das Gegenteil von dem. Sei du die Frau, die ihn motiviert und die sagt, hey, mach das, zieh das durch, bau dir dein Traumleben auf, ich stehe hinter dir, ich glaube an dich, ich weiß, dass du es kannst. Und du wirst sehen, du hast einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen. Wenn dieses Video für dich hilfreich war, hinterlass mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, damit du all die spannenden neuen Videos sofort
bekommst. Übrigens, komm doch zu meinem Seminar Erwecke die Königin. Dort lernst du, wie du dein Selbstbewusstsein stärkst, wie du alte Beziehungsmuster durchbrichst und wie du zu der strahlenden Königin wirst, die ihr nie wieder gehen lässt. Mehr Infos zum Seminar findest du hier.